Hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Dieses Mal haben wir eine große Rundtour vor mit zwei Zugfahrten. Wir starten in Andernach und fahren von dort bis Main und von Main mit dem Fahrrad bis zum Harzenport an der Mosel. Von dort fahren wir wieder mit dem Zug nach Koblenz und von Koblenz fahren wir dann Richtung Andernach mit dem Fahrrad wieder zurück. Ja, hier seht ihr schon den Bahnhof von Andernach, unserem Startpunkt, von dem aus wir mit dem Zug bis nach Main fahren. Wie ihr seht, der Bahnhof ist sehr ordentlich, sehr schön. Vor allen Dingen gibt es hier einen Aufzug, mit dem man auf den Bahnsteig gelangt. Ja, hier sind wir auch schon auf dem Bahnsteig. Man muss sich dann rumdrehen. Der Zug kommt auch aus dieser Richtung, in die wir jetzt schauen. Ja, und was soll ich sagen? Die Züge hier sind, die hier verkehren, sehr geräumig, wie ihr jetzt seht. Ne, das Fahrradabteil ist sehr gut, sehr groß. Vielleicht hatten wir auch nur Glück, dass an dem Tag nicht sehr viel los war. Hier sind wir auch schon in Main angekommen. Hier bemüht man sich auch, beziehungsweise hier wird der Bahnhof auch attraktiver gemacht und neu gemacht. Ihr seht da hinten schon den Aufzug. Leider war er an diesem Tag am 22.04.2019 leider noch nicht in Betrieb und fertig. Aber wie ihr seht, der Bahnhofsvorplatz ist wunderbar, schön ordentlich. Man hat hier eine Radspur eingerichtet. Ja, und man gelangt jetzt hier direkt auf die Bahntrasse nach Polch. Ja, hier habe ich noch ein kleines Video gedreht mit einer Handkamera, auch 360 Grad. Ja, wo wir schon mal dabei sind, das zu erwähnen. Ihr wisst natürlich, dass dies ein 360 Grad Rundum-Video ist und ihr mit der Maus, wenn ihr denn mit der Maus auf das Video in YouTube klickt und festhaltet, in alle Richtungen blicken könnt und schwingen könnt. Ja, gerade war ein kleiner Wackler im Bild, hier noch einer. Ja, man muss dazu sagen, am 22.04.2019 war sehr schönes Wetter, allerdings leider auch sehr windig. Ja, also mein Gimbal, auf dem die 360-Grad-Kamera sich befindet, ja, der hatte da schon seine Grenzwerte erreicht, wenn denn da mal gerade eine heftige Windböe kam. Ja, aber wie ihr seht, ja, hier war wieder gerade mal ein kleiner Windböenwackler. Ja, es wird nachher im Laufe des Videos ein bisschen weniger. Und von daher wird es dann auch stabiler sein. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, wichtig ist natürlich noch zu erwähnen, wie ihr wisst, mache ich nicht unbedingt Sightseeing-Videos von Fahrradtouren. Das überlasse ich natürlich dem Fernsehen, das können die besser. Ja, für uns ist, wie gesagt, wie immer der Weg das Ziel. Und wir genießen die schöne Landschaft, die schöne Strecke und die Tour, Land und Leute. Und was natürlich rechts und links des Weges zu sehen gibt oder auch nicht an Sehenswürdigkeiten, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Ja, hier ist übrigens auch eine kleine Gedenkstätte. In Richtung Bergbau gewesen, kann man sich anschauen, kann man lesen. Ja, wie auch immer. Jeder, wie er denn mag und Lust und Laune hat. Ja, wir, wie gesagt, interessieren uns hauptsächlich für die Natur, für die Strecke, für die schöne Landschaft, wie die Beschaffenheit ist und ob man wirklich auf den Bahntrassen langradeln kann, ob es viele umständliche Unterführungen, Nebenführungen, Umleitungen und Teilstücke gibt, etc. pp. Aber wie ihr seht, die Bahntrasse von Main aus bis nach Polch ist wunderschön, werdet ihr noch sehen. Man muss auch nicht irgendwelche Umwege fahren oder irgendwo abfahren, drumherum oder sonstiges. Das ist hier wirklich perfekt. Ja,
der erste Tunnel kommt. Ja, die sind recht kühl und manche auch sehr lang. Also selbst im Sommer ist das direkt wie ein Gefühl, man geht in den Kühlschrank, in den großen. Ne? Ist schon ein bisschen unangenehm. Aber gut, wer es mag, ne? Da kommt schon der nächste. Ich glaube, der hier ist noch ein Stückchen länger. Ja, was kann man noch zu Mayen sagen? Muss ich gerade mal schauen. Mayen ist eine große kreisangehörige Stadt im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz in der Vulkaneifel. Sie ist Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Vordereifel. Bis zum 6. November 1970 war Mayen auch Verwaltungssitz des Landkreises Mayen. Mit 19.000 Einwohnern ist Mayen die größte Stadt der rheinland-pfälzischen Eifel. Kann man alles nachlesen, natürlich bei Wikipedia. Wer es denn mag, nur das nochmal zusätzlich als Information. Die Höhe von Mayen ist hier angegeben von 230 Meter über Normal Null. Einwohner hatte ich ja bereits gesagt. Postleitzahl 56727. Wen es denn interessiert? Ja, noch ein bisschen was zur Strecke. Die ehemalige Bahntrasse ist von Mayen bis Polch roundabout 8 Kilometer lang. Und das ganze Stück, was wir heute hier befahren mit dem Rad, ist 17,5 Kilometer lang. In Polch kann man sich entscheiden, ob man dann weiterfährt bis Ochtendunk oder aber, wie wir es gemacht haben, von Polch aus dann weiter bis Münster-Maifeld. Ja, das sind, wie gesagt, roundabout 17,5 Kilometer und laut Google Maps, wenn man sich dann da nur mal die Bahntrassenstrecke markiert, geht es 85 Meter hoch und 147 Meter hinunter. Aber wie gesagt, wir fahren diese Strecke so herum von Mayen bis Münster-Maifeld, weil ich gesehen habe, dass das doch die entspanntere Variation ist. Ja, es geht überwiegend bergunter. Ja, was ist zu Polch zu sagen? Dieses kleine Örtchen hat roundabout, jetzt muss ich gerade schauen, 6829 Einwohner und war, wie gesagt, ein Dreieck, ein Bahndreieck sozusagen. Ja, hier sind wir auch schon in Polch angekommen. Wer mag, kann hier natürlich eine wunderschöne kleine Pause machen. Wir haben das auch genutzt, um ein kleines Päuschen zu machen. Hier ist übrigens eine Toilette gewesen, hier links. Ich hoffe mal, dass der Zugang da auch immer geöffnet ist. Ja, und wir sind jetzt hier schon auf dem Abzweig Richtung Münster-Maifeld. Es gibt da auch eine kleine Abkürzung. Wir queren nachher da die Straße dazu. Das ist nämlich genau hier der Punkt. Also man kann, wenn man vorhat, direkt bis Münster-Maifeld durchzufahren, dann kann man da das Stück sich an dem Bahnhof Kehrtwendung zu machen, eigentlich sparen und kann dann da ein Stückchen über die Straße fahren. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier auf der Bahntrasse direkt nach Polch. Entschuldigung, nach Münster-Maifeld und ja. Es geht auch mal ein bisschen leicht bergauf, aber in der Regel geht es überwiegend bergunter oder bergab, wie man so schön sagt. Ja, Münster-Maifeld. Münster-Maifeld hat 3508 Einwohner und die Höhe über Normal 0 beträgt 271 Höhenmeter. Ja, und dort endet leider natürlich die Bahntrasse und von dort aus ist es dann auch ein bisschen, ja, beziehungsweise eigentlich
man muss von der Bahntrasse doch ein bisschen bergauf fahren. Werdet ihr nachher auch sicher sehen. Deswegen habe ich da so ein bisschen getrickst, um den Höhenunterschied so, ja, so langsam wie möglich für einen Radfahrer zu bewältigen. Aber wenn man dann erstmal da an dem Dom ist oder an der Kirche, wie auch immer, ist auch ein kleines bisschen historische Gebäude dort in Münster-Maifeld. Und wenn man, wie gesagt, da auf dem Kirchplatz ist und hat die Höhe da erklommen, dann geht es eigentlich nochmal richtig schön bergab, hinunter bis Hatzenfeld oder wie hieß das Nestchen noch? Hatzenport, so. Entschuldigung. Hatzenport an der Mosel. Bis dahin geht es dann von dort oben, von der Kirche hinunter in das Moseltal. Ja, wie gesagt, von Münster-Maifeld bis nach Hatzenport hinunter an die Mosel sind es 7,6 Kilometer. Und ungefähr die Hälfte davon ist eigentlich der schönere Abschnitt, der auf einer sehr engen kleinen Landstraße verläuft. Nun gut, ich weiß nicht, wie der Autoverkehr dort ist, wenn es ein Werktag ist. Ich denke mal, da wird es mehr sein. Ihr werdet es nachher sehen. Es war an dem Tag, an dem wir gefahren sind, sehr wenig los und man konnte die Autos auf diesem Stück Landstraße dann an einer Hand zählen. Also viel mehr waren es wirklich nicht. Ist übrigens das Schrumpftal, so heißt das, ist auch wunderschön, da runter zu fahren. Mir kommt so gerade der Gedanke auf, am besten wäre es, man würde diese Straße da sperren und nur noch für den Fahrradverkehr freigeben. Aber naja, gut, das ist immer Wunschdenken und oder zumindest für an Wochenenden und Feiertage da sperren, aber naja, ist gut, bis auf die Anwohner oder Lieferverkehr. Wäre natürlich Wunschdenken, klar. Gut, wie gesagt, durch das Schrumpftal geht es dann hinunter, ist wunderschön, kann man genießen und geht halt auch nur bergab. Ja, wie ihr seht, wir sind hier noch auf der Bahntrasse Richtung Münster-Maifeld unterwegs. Ja, die Bäume waren alle noch gar nicht so richtig voll grün. Gezwitscher war zwischendurch immer mal wieder zu hören. Singdrossel mit Sicherheit. Ob es auch so eine Art Spötter war, dieser Nachtigall-Sprosser, so heißt er. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich bin ja nur ein Hobby-Ornithologe und aber es war stellenweise ganz interessant, da mal zwischendurch das Zwitschern der Vögel zu hören. Und wie gesagt, im April, Ende April, wo wir jetzt hier lang gefahren sind, war schon recht interessant, mal zu hören, was die Vogelwelt dort so alles zu bieten hat. Ja, was schreibt Wikipedia noch so über Münster-Maifeld? Ja, Geschichte. Das Maifeld, eine der Eifel vorgelagerte Landschaft, ist fruchtbares Ackerland, das schon früh besiedelt wurde. Archäologische Funde gibt es aus der Steinzeit und der späteren keltischen Besiedlung. Nach der Eroberung Triers durch die Germanen beginnt auch hier die fränkische Besiedlung. Im Umkreis der Martinskirche hat ein fränkischer Friedhof bestanden. Die Erbauung der Martinskirche, spätere Stiftskirche, geht auf das Jahr 573 bis 596 zurück. Sie wurde auf den Fundamenten einer römischen Wachturmanlage als Zentrum der Christianisierung gebaut. Ja, 965 erhält Münster-Maifeld das Marktrecht.
Weiter besaß Münstermaifeld seit dem Mittelalter lange Zeit das Münzrecht als kurtrierisches Oberamt. Die Stadtrechte. Im 13. Jahrhundert wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen. Das erstmals 1278 bezeugte Münstermaifelder Stadtsiegel misst im Durchmesser ca. 7 cm. Es wurde am 2. Juli 1977 durch den Innenminister von Rheinland-Pfalz erneuert. Ja, Sehenswertes, was gibt es in Münstermaifeld zu sehen? Alte Bauten, darunter das historische Rathaus und romantische Fachwerkhäuser sowie Reste der alten Stadtbefestigung zeugen von der geschichtlichen Vergangenheit. Ja, da gibt es die gotische Stiftskirche St. Martin und St. Severus. Das Heimatmuseum in der alten Propstei, Archäologisches Museum Maifeld, Bauernmuseum in der Ortsmitte, Reste der historischen Stadtmauer, ja, etc. pp. Den Wasserturm sollte man sicher noch erwähnen, den werdet ihr dann auch noch sehen, wenn wir gleich durch Münstermaifeld fahren. Dann gibt es noch einen Eulen- und Pulverturm. Und weiter ist sicher auch noch zu erwähnen Burg Elz, etwa 5 Kilometer von Münstermaifeld entfernt. Dann Burg Pyrmont, etwa auch 5 Kilometer von Münstermaifeld entfernt. Ja, übrigens hier habe ich dann gerade im Video zu sehen meinen Schleichweg begonnen, um die Höhenmeter hoch bis zum Münstermaifelder Zentrum entsprechend langsam angehen zu lassen. Aber wie ihr seht, hier geht es denn doch schon mal ein bisschen kräftiger bergauf. Ja, ich hatte einfach keine Lust da auf der Hauptstraße lang zu fahren. Hab mich allerdings da unten am Ende der Bahntrasse auch nicht näher oder weiter beschäftigt mit möglichen Alternativen. Ich habe gesehen, da gab es auch noch einen Weg weiter, wohin der führte. Tja, ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, die Route hier mit Komoot getrimmt bzw. geplant und habe mich da hauptsächlich gewundert über die Höhenmeter, als der mir da den Standardweg da durch Münstermaifeld vorgeschlagen hatte. Fand ich gar nicht so gut, weil wie gesagt, wir haben schwere E-Bikes, wir haben auch immer einiges mit, ne? Ihr wisst ja auch, hier mit der Kamera, Ausrüstung braucht man immer so einiges an Equipment, ne? Was man so mitschleppt, ne? Ersatzakku, Powerbank etc. pp., Käbelchen, Handy, ja, Tablet und dann natürlich nochmal Jäckchen hier und ja, Regenjacke dort. Diverses Werkzeug habe ich auch immer ein bisschen mit. Jo, und von daher ist man schnell. Ja, wie gesagt, unsere Bikes haben, E-Bike bzw. Pedelecs haben nun mal ein Leergewicht von roundabout 28 Kilo und dann kommen noch ein bisschen paar Kilos an Gepäck dazu. Jo, und hier sehen wir auch denn schon die Kirche. Ja, welche es denn ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich nehme mal an, das ist diese gotische Stiftskirche St. Martin. Keine Ahnung. Wer es denn mag, kann sich damit beschäftigen. Hier vor uns sehen wir dann auch schon diesen historischen Wasserturm. Jo, das bleibt wie gesagt ja jedem selbst überlassen. Wir sind jetzt durch den Ort hindurch und begeben uns nun auf den Schleichweg Richtung dieses schöne Schrumpftal. Dazu müssen wir aber erstmal hier, wie gesagt, ein bisschen ja, über Land fahren. Das habe ich, wie gesagt, auch in Komoot ausbaldowert. Ja, apropos Komoot natürlich, ne, ihr könnt die Tour euch dort
natürlich bei mir anschauen und euch das Ganze da ansehen. Ich werde hoffentlich nicht vergessen, den Link auf YouTube natürlich unten mit einfügen. Dann könnt ihr euch natürlich auch die GPS-Daten, ja, hier seht ihr, ne, es war ziemlich windig, sieht man eigentlich gar nicht so, ne, im Video. Ja, ja, ab und zu waren da richtig heftige Windböen. Also wie gesagt, ich werde mal schauen, dass ich den Link nach Komoot zu der Tour noch mit einfüge bei YouTube. Ja, wie ihr seht, hier recht ländlich, leider ein bisschen sehr offen die Landschaft, also ich weiß nicht, bei 30 Grad, gut, es geht relativ viel bergab, hier ist es denn auch mal ein bisschen schattiger, also es hält sich in Grenzen mit der offenen, unbestandenen Strecke. Man ist ja auch relativ schnell durch und gelangt dann zum Schrumpftal. Also, wie gesagt, meine Frau und ich, wir sind keine Sonnenanbeter, von daher, gut eincremen ist immer wichtig, ne? Bitte daran denken, ne? Hautkrebs etc. pp. Sonne ist zwar schön, möchten manche gerne, können manche auch nicht genug von bekommen, wer es denn mag. Ich denke, eincremen ist auf jeden Fall wichtig. Vor allen Dingen, wenn immer gut Wind ist, ne, dann vertut man sich auch. Und vor allen Dingen auf dem Fahrrad. Jo, wer es denn vertragen kann. Ja, wir sind jetzt auch bald gleich im Schrumpftal angekommen. Dort erreichen wir dann die Talstraße. Hier ist sie im Blick zu sehen. Ne? Man sieht natürlich hier jetzt schon... ist übrigens eine sehr gut, im sehr guten Zustand, diese schmale Straße. Ne? Ihr seht rechts und links die weiße Markierung, sieht noch recht frisch aus. Auch der Asphalt ist eigentlich, ja, ohne irgendwelche Macken, scheint also noch recht neu gemacht worden zu sein. Ja, hier eins der wenigen Autos, die uns hier auf dem Stück begegnet sind. Aber okay, ne? Man darf natürlich nicht vergessen, wir sind natürlich hier am 22. April unterwegs. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Tag war. Ja, auf jeden Fall kein normaler Wochentag. Wird wohl irgendwie ein Sonntag oder Feiertag gewesen sein. Da ist natürlich immer weniger Verkehr, ne? Das darf man nicht vergessen, wenn man solche Touren vielleicht vorhat, mal zu machen. Auch unter der Woche, vielleicht in Verbindung mit einer längeren Strecke. Ja, wir genießen jetzt hier den Downhill runter bis an die Mosel. Und nochmal, sei es gesagt, von Hudsonport aus wollten wir dann ja auch mit dem Zug weiterfahren bis nach Koblenz. Und von Koblenz geht es dann mit dem Fahrrad wieder zurück bis nach Andernach zum Bahnhof, wo unser Ausgangspunkt war. Ja, man kommt rein radlermäßig, also von der Radwegstrecke, die wir dann so gefahren sind, insgesamt so auf roundabout 50 Kilometer. Und... ja, das Schöne ist natürlich an der Tour, die Züge fahren immer. Na, man muss hier jetzt nicht mit einem Fahrradbus längs fahren. Den gibt es ja in Rheinland-Pfalz, vor allen Dingen in der Eifel auch. Ist sehr schön. Werdet ihr auch noch andere Touren von mir demnächst sehen, die wir auch jetzt in 2019 oder auch letztes Jahr schon gemacht haben von Aachen aus. Ja, hier ist übrigens gerade linke Hand unser Bahnhof in Hudsonport, von dem aus wir nachher dann Richtung Koblenz fahren wollten. Aber da unser Zug erst in einigen, ich weiß gar nicht mehr, 20 Minuten oder halbe, dreiviertel Stunde losfahren sollte, habe ich gedacht, okay, wir schauen mal, ob wir irgendwo noch ein leckeres Eis kriegen.
Ja, und ein Einwohner, den ich da am Bahnhof Nähe getroffen habe und gefragt habe, der sagte, ja, hier unten an der Mosel gäbe es wohl irgendwie Hotels oder Gastronomie, die auch Eis verkauften. Habt ihr gerade gesehen? Also an der gab es nicht Eis für auf dem Hörnchen zum Mitnehmen. Ja, hier sind wir jetzt am Ende des uns Möglichen angelangt. Von da aus haben wir gewendet, weil wir keinen Eisdeal gefunden haben. Gerade kamen uns aber ein paar Leute entgegen mit einem Eis in der Hand und dem sind wir natürlich gefolgt. Also hier an diesem Hotel oder Gastronomie, da ging dann meine Frau rein und hat uns lecker Eis geholt. Ja, das hat dann auch gut gepasst mit der Zeit. Und wir sind jetzt hier wieder zurück auf dem Weg zu unserem Bahnhof in Hudsonport. Ja gut, wer natürlich mag, kann natürlich auch hier mit dem Rad weiter entlang der Mosel radeln bis nach Koblenz. Wobei ich an dieser Stelle mal sagen möchte, also ich finde an der Mosel lang zu radeln nicht wirklich attraktiv. Nicht wegen der Landschaft oder der netten Leute oder der schönen Gegend wegen, sondern ganz einfach wegen dem, wie soll ich sagen, der Radweg, ne? Also der gefällt mir auf beiden Seiten nicht sonderlich. Übrigens, hier sind wir schon wieder in Koblenz angekommen. Der Zug war übrigens gut voll. Koblenz Hauptbahnhof. Steigen wir hier aus und wie ihr seht, jetzt sind wir auf dem Bahnhofsvorplatz und ich hatte mir da in Komoot eine möglichst wenig straßenintensive Strecke überlegt, um runter an die Mosel zu gelangen. Ja, war auch recht gut der Weg, fand ich. War zwar ein bisschen tricky. Aber wie gesagt, wir sind ja keine Fans davon, jetzt irgendwo an irgendwelchen Hauptstraßen den kürzesten Weg Richtung Altstadt zu gelangen. Dort wollten wir nämlich hin. Und dort wollten wir eigentlich noch lecker essen. Ja, das heißt eigentlich zum Café Einstein in der Rheinstraße. Dorthin hatte ich eigentlich vor, hinzufahren. Das ist nicht nur Café. Sondern da gibt es natürlich auch herzhafte Sachen etc. pp. Zu essen. Ja, ihr werdet es nachher sehen. Frau hat entschieden, das dann doch nicht mehr zu machen, weil es schon ein bisschen spät war. Ja, hier sind wir jetzt am Moselufer in Koblenz. Ja, und da ist natürlich auch, ja, seht ihr gerade wieder mal ein Windwackler. Wie gesagt, immer ein bisschen starke Windböen zwischendurch. Aber gut, war jetzt auch nicht so unangenehm. Trotz wunderschönen blauen Himmel. Ja, wie gesagt, dort wollten wir eigentlich, hatte ich gedacht, lecker Käffchen zu trinken oder was Herzhaftes zu essen, je nach Uhrzeit, wann wir da ankommen. Ihr könnt ja auch theoretisch immer mal meine große Armbanduhr am Lenker sehen, die ich am linken Arm habe. Und ihr seht da sicher drauf, dass es da schon so um 18 Uhr ist. Ja, das fand dann, wie gesagt, meine Frau schon ein bisschen spät. Und wir haben uns dann entschlossen, doch ohne was zu futtern, direkt auf kürzestem Wege wieder Richtung Andernach zu fahren. Ja, hier ist der Abzweig eigentlich in die Rheinstraße Richtung Café Einstein. Wie gesagt, ne, nicht vergessen, dort gibt es nicht nur lecker Kaffee. Gut, ich weiß es nicht, ob er lecker ist, aber ich gehe mal davon aus, habe ich mir im Internet ausgesucht und das sah richtig nett aus. Jo, hier haben wir also Kehrtwende gemacht und es geht jetzt weiter Richtung Andernach. Natürlich gleich auch vorbei an der Seilbahnstation, die hier gerade ins Bild kommt. Mit dem Ding wollte ich eigentlich auch noch mal fahren.
Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe, weil man darf ja nicht vergessen, das Ding muss auch wieder abgebaut werden, wenn es denn seine Haltbarkeitszeit erreicht hat. So habe ich es irgendwo gehört oder gelesen. Irgendwie sowas ist es, weil es sonst hier mit Kulturerbe etc. pp. Wohl ein bisschen Probleme gibt. Ja, hier wollte ich eigentlich zu einer kleinen Nussschale, die uns hätte übersetzen können. Leider stand dann dort auf dem Schild keine Pedelecs oder E-Bikes. Diese kleine Moselfähre ist eigentlich nur eine Personenfähre und Fahrräder. Ich hatte aber zuvor, als ich die Tour geplant hatte, extra nachgeschaut, ob das Teil auch Fahrräder mitnehmen würde, und war da auf der Facebook-Seite, und da hieß es, ja, wir nehmen auch Fahrräder mit. Jetzt kam ich dahin und dann steht da keine E-Bikes oder Pedelecs, ja, eigentlich E-Bikes, wobei E-Bikes immer noch ein Unterschied ist zum Pedelec, aber das ändert ja nichts daran, ne? Beide haben einen Akku, beide haben einen Antrieb. Ich denke mal, die Dinger wollten die da nicht wegen dem Gewicht oder weiß der Teufel. Naja, warum auch immer nicht mitnehmen. Also blieb uns ja nichts anderes übrig. Also bis zur nächsten Brücke zu fahren, zu radeln. Die Balduinbrücke ist übrigens auch eine sehr schöne Brücke, zu überqueren, um auf das andere Rheinufer zu gelangen. Beziehungsweise nicht Rheinufer, Moselufer, so. Um dann am Rhein entlang Richtung Andernach wieder zu radeln. Ja, die Strecke ist dann auch noch mal so roundabout 20, 22, 24 Kilometer lang. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ja, wir wollten ja auch nicht so spät wieder die Heimfahrt antreten. Wir müssen ja immer noch wieder zurück mit dem Auto bis nach Nordrhein-Westfalen, und deswegen haben wir dann Gas gegeben. Ja, wie ihr seht, ne, mit der schönen kleinen Moselfähre wäre es natürlich viel schöner gewesen, hier einfach überzusetzen, und es wäre der schnellere und kürzere Weg gewesen. Tja, aber leider, tja, das hätten die auch mal vielleicht da in Facebook mitteilen können, dann hätte ich das von vornherein anders geplant. Ja, und so in etwa wären wir dann, glaube ich, hier irgendwo angelandet, und rausgekommen. Ich glaube, hier ungefähr hätten wir, glaube ich, dann angelegt mit der Moselfähre. Also ihr seht, das ist schon sehr umständlich, ein großer Umweg. Schade, schade, schade. Na, aber gut, kann man nicht ändern. Nun geht's also wieder zurück Richtung Andernach. Ja, was gibt's zu Andernach zu sagen? Andernach hat 29.860 Einwohner und liegt 60 Meter über normal Null. Natürlich ist nicht zu vergessen, dass in Andernach auch die Geysir Besucherzentrum ist, und ja, was vielleicht nicht alle immer unbedingt wissen, der eigentliche Geysir, der ist nicht im Ortszentrum oder am Rhein bei Andernach in Ortsnähe. Da muss man schon ein Stückchen latschen, sozusagen. Das ist nämlich ein Stückchen weiter, ja, nordwestlich vom am Rheinufer befindlich. Es gibt da so einen alten Kran, und wenn man dort ist, kann man am Rhein entlang zu Fuß bis dorthin gelangen. Und ja, und da kommt man dann eigentlich zu dem Geysir. Liegt eigentlich zwischen der L117 und der Bundesstraße 9. Name der Wert heißt das Ganze, und da ist natürlich der Geysir. Ja, habe ich mir leider bis jetzt auch noch nicht angeschaut und würde ich auch gerne noch mal machen. Werde ich sicher auch mal tun.
wenn ich denn die Tour und die Route mal anders plane. Ja, wobei ich dazu eigentlich nicht wirklich Lust habe. Für mich ist Radeln viel schöner, gesundheitlich auch besser. Kann ich ja vielleicht noch machen, wenn ich 80 oder 85 bin, nicht mehr auf dem Rad sitzen kann und mir dann die Buskaffeefahrt mit Stock oder Rollator unterwegs bin, dann kann ich mir das ja alles nochmal anschauen. Aber noch kann ich Fahrrad fahren und der Weg ist das Ziel, wie ich schon sagte. Ja, übrigens, hier ist auch eine blöde Umfahrung von so einem Industriegebiet. Finde ich auch nicht so schön. Aber leider geht es ja nicht anders, wenn da direkte Anleger am Rhein sind und Industrieansiedlungen sind, die da natürlich dann da auch ihre Anleger für die Schiffe haben. Naja, ist nicht immer so schön, ist immer schade, ne? Am Rhein entlang ist es irgendwie viel schöner, wenn man direkt am Ufer lang fahren kann. Wie ihr seht hier, ne, das ist hier wirklich nicht sehr schön und werktags möchte ich hier auch nicht wirklich herfahren. Ja, jetzt geht es auch wieder Richtung Rheinufer hinunter. Was wollte ich noch sagen? Ja, wie gesagt, Andernach anschauen, ne, vor allen Dingen den Geysir, sollte man vielleicht mal machen, kann ja nicht schaden. Jo, ich werde mich aber jetzt schon mal vorab hier an dieser Stelle verabschieden. Ihr könnt euch ja noch die Gegend anschauen am Rhein entlang. Hier haben wir uns übrigens noch ein bisschen verfahren. Frau hat das Schild gesehen, ich nicht. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen improvisieren, um hier runter am Rhein zu kommen. Aber ihr seht, wir haben es ja schon geschafft und sind schon da. Ich möchte mich an dieser Stelle schon mal langsam verabschieden. Und ihr könnt euch ja noch den Rest im Schnelldurchgang, so ihr denn mögt oder mag, ja, wie auch immer, anschauen und den Sonnenuntergang am Rhein bis nach Andernach genießen. Ich wünsche euch vorab schon mal viel Spaß beim Nachradeln, wie immer, und ihr und euer Fahrradkanal. Tschüss!
Thank you.